Hallo, mein lieber Schütze, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Schützen. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Schützen. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, mein lieber Schütze, ein, zwei Karten brauche ich noch. Okay, die reicht mir schon als Information. Dann starten wir auch in deine Legung. Ja, da sehe ich also das, was sich hier ganz, ganz stark im Vordergrund zeigt, mein lieber Schütze, ist, dass es hier für dich aktuell darum geht, dass hier eine Erleichterung stattfinden soll, beziehungsweise ein Anfang, den sehe ich hier auch. Und es geht hier auch darum, eine Last, die oder eine Belastung loszuwerden, die hier vermutlich länger auf dich eingewirkt hat. Ja, das sehe ich hier. Da bekommen wir dann auch sehr spannende Informationen, was hier zu tun ist. Es kann auch schon sein, dass diese Bewegung hier bereits gestartet wurde, deinerseits, mein lieber Schütze. Und dass sich hier aktuell etwas noch herausfordernd zeigt. Ja, aber da bekommen wir, wie gesagt, hier in den Blockaden gleich dann noch ein bisschen mehr Aufschluss, was du da machen kannst. Schauen wir mal weiter. Ja, dann sehe ich hier ein zwischenmenschliches Thema. Hier soll etwas in den Fluss kommen. Also das kann hier durchaus auch eine bestehende Partnerschaft betreffen. Ja, irgendetwas soll hier ins Rollen kommen. Das kann aber auch eine Freundschaft betreffen, vielleicht auch jemanden, mit dem du zusammenarbeitest. Denn, mein lieber Schütze, das sage ich auch immer wieder dazu, wir schauen in meinen Legungen immer auf das gesamte Umfeld: Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Und hier soll wieder etwas in Bewegung geraten. Ja, vielleicht ist hier auch vielleicht geht es ja auch um eine bestimmte Verbindung. Ja, vielleicht eine Freundschaft, die zu einem früheren Zeitpunkt bestanden hat und man hat sich aus irgendeinem Grund auseinandergelebt. Also ich sehe hier jetzt nicht zwingend einen Konflikt liegen, ja. Bei manchen geht es vielleicht eben auch darum, dass hier eine Verbindung neuen Schwung braucht, ja, also dass hier etwas in Bewegung geraten soll. Das kann hier eben auch zusammenhängen mit dieser Belastung oder mit dieser Last, die du hier loswerden möchtest. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sich das hier vielleicht auch auf diese Situation hier auswirkt. Wir gehen jetzt noch in die Außenschau. Wir blicken auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Ah, das habe ich jetzt vorhin übersehen. Da geht es auch um einen Anfang. Ja, so hier geht es um einige Anfänge, mein lieber Schütze, oder beziehungsweise vermutlich um einen ganz konkreten Anfang, der sich hier mehrfach zeigt. Dieser Anfang ist für dich aktuell noch ein bisschen im Hintergrund, vielleicht eben auch noch nicht wirklich sichtbar. Ja, das kann ich hier sehen. Für Leute, die von außen auf deine Situation blicken, also vielleicht für dein Umfeld, ist das schon spürbar, dass hier etwas beginnt oder dass du hier schon mittendrin bist, etwas umzusetzen. Ja, und also dass du hier bereits etwas machst, dich auf etwas zubewegst, das dir auch bestimmt ist. Ja, also das ist hier, das sehe ich schon auch konkrete Handlungen.
die hier gesetzt werden, beziehungsweise kann das auch sein, dass sich das hier in den nächsten, tendenziell in den nächsten wenigen Tagen bis wenigen Wochen, ja, also das ist ja schon sehr greifbar, dann plötzlich zeigt dieser Anfang. Wir schauen jetzt in die Blockaden, ja, die sich hier aktuell zeigen. Also was ist herausfordernd, was ist blockiert, beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Und da haben wir hier gleich auf deiner Ebene ein ganz wichtiges Thema. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das, ich glaube, es hat sich vielleicht in der einen oder anderen Schützelegung auch gezeigt, denn das ist etwas, das hat sich in letzter Zeit öfter gezeigt, ja. Das Thema Machtspiel, vielleicht eben auch im übertragenen Sinne, ein Ungleichgewicht in einer bestimmten Verbindung, ja, das wirkt hier sehr drückend. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass das hier diese Belastung ist, die hier aufgelöst werden soll. Du fühlst dich hier in einer bestimmten Verbindung sehr stark eingeschränkt, ja. Das heißt jetzt nicht, dass diese Verbindung hier einem Ende zugehen muss, sondern es kann hier auch um einen bestimmten Umstand gehen, der hier geklärt werden soll. Also das sehe ich hier als Thema, ja, also sich in der eigenen Freiheit eingeschränkt fühlen. So ein Thema in die Richtung hat sich auch in der Löwe-Legung gezeigt. Da ging es auch um einige Anfänge. Also solltest du Löwe in deinem astrologischen Profil haben, dann kannst du da natürlich auch gerne mal reinschauen. Du kannst natürlich auch so gerne reinschauen, wenn du dich von dieser Legung angezogen fühlst. Die Löwe-Legung erscheint am selben Tag wie deine. Und wann welche Legung generell erscheint, das findest du immer im Infotext bzw. auf meinem Kanal unter Kanalinfo. Jetzt kommen wir aber zurück zu dieser Legung, ja. Also ein Ungleichgewicht in einer zwischenmenschlichen Situation haben wir hier als Blockade. Ja, das ist natürlich klar. Das wirkt auch blockierend. Vielleicht fühlst du, für manche sehe ich ja auch, dass man das Gefühl hat, es wird einem auf die Finger geschaut. Ja, was natürlich auch nicht so angenehm ist, was auch dann dazu führen kann, dass man sich hier langsamer vorwärts bewegt. Schauen wir mal weiter. Ja, dann sehe ich hier etwas Neues auf dich zukommen. Das ist auch wirklich spannend. Das hat sich auch in der Löwe-Legung gezeigt, zwar auf dieser Position und auch nicht mit dieser Karte, mit einer anderen Karte. Also ist das hier vielleicht auch eine Thematik des Feuerkollektivs. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Etwas Neues kommt auf dich zu, das ist aber aktuell noch blockiert. Ja, also vielleicht ist dieses Ungleichgewicht in dieser Verbindung, vielleicht betrifft das auch diese Person hier. Ja, also dass sich hier eine Verstrickung zeigt, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat und hier eine neue Entwicklung aktuell blockiert. Das kann hier für neue Kontakte stehen, das kann hier für eine neue Möglichkeit stehen, das kann hier für ein neues Vorhaben stehen. Ja, also irgendetwas Neues, ein Anfang steht hier an. Der ist noch blockiert oder hat sich hier gerade in einen Stillstand bewegt, der aufgelöst werden möchte. Wir schauen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Hier geht es um eine ganz konkrete Situation. Ja, da haben wir auch eine Art Zeitfaktor. Ja, irgendeine Veränderung bahnt sich hier offenbar an und das ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Und da sehe ich eben auch ein Ungleichgewicht in einer bestimmten Verbindung. Ich habe hier aber schon das Gefühl, dass das hier zwei verschiedene Verbindungen sein können, ja, die sich hier zeigen. Es kann natürlich auch zusammengehören. Und hier sehe ich, für manche geht es ja darum, dass einem diese Verbindung hier sehr viel Energie und Nerven raubt, ja, also sehr viel Kraft kostet. Und bei anderen sehe ich eine finanzielle Verstrickung, beziehungsweise dass du hier sehr viel gibst, aber es kommt hier nichts zurück, ja. Und das ist hier eine ganz große Blockade, die hier jetzt auch demnächst von dir aufgelöst werden kann. Ja, also das Universum kündigt hier schon auch an, dass das hier nicht mehr allzu lange dauern soll, beziehungsweise dass du hier auch in die Umsetzung
gehen kannst. Ja, vielleicht geht es um eine Aussprache. Ja, vielleicht ist das dieser Person auch gar nicht bewusst. Es kann natürlich auch sein, ja, dass du hier wirklich, dass du wirklich ausgenützt wirst. Ja, das, also das ist dann natürlich etwas, von dem du auch weißt. Das ist hier nichts, das im Verborgenen liegt. Hier kann man eben auch erkennen, dass genau diese Verbindung ja schon einer der Hauptgründe ist, warum dieser Anfang hier gerade ins Stocken geraten ist, weil hier viel zu viel Energie von dir hinfließt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass dir das vielleicht auch bewusst ist, ja. Wir schauen jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Hier auf der Ebene des Umfeldes sehe ich eben auch, also dass es hier wichtig ist, deinerseits, dass hier eine bestimmte Grenze gezogen wird. Ja, also so soll es nicht weitergehen, sagt das Universum. Ich meine, was du daraus machst, ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Das nimmt dir eine Kartenlegung zu keinem Zeitpunkt ab, mein lieber Schütze. Wichtig ist zu erkennen, ja, so wie diese Situation ist, also das ist hier eine Sackgasse für dich, da fließt Energie hinein, aber nichts kommt zurück, vielleicht eben auch, vielleicht geht es hier eben auch um die Finanzen, könnte ich mir auch für manche vorstellen, aber das ist ja auch eher eine kleinere Gruppe. Ich glaube, es geht hier wirklich mehr darum, es geht hier um einen gewissen, ja, es geht hier um Zeit, denke ich, um Zeit und um deine Energie. Und da ist es wichtig, deinerseits dir hier Gedanken darüber zu machen. Für manche geht es ja eben, wie gesagt, darum, dass dieses Thema hier aus der Welt geschaffen werden soll, also dass man mit dieser Person sprechen soll, ja, hier bestimmte Grenzen setzen soll. Das ist ja ganz wichtig. Es kann natürlich auch sein, ja, beim einen oder anderen, dass diese Verbindung hier dem Ende zugehen könnte. Ja, das ist aber wirklich wichtig, dass man sich hier wirklich Gedanken darüber macht, denn das ist hier eine allgemeine Kartenlegung und ich sehe das hier eher für eine kleinere Gruppe. Ja? Also ich sehe hier mehr das Thema Grenzen setzen und bei manchen geht es hier eben darum, diese Verbindung hat hier gefühlsmäßig nicht wirklich eine Zukunft und wenn das so ist, dann ist das ein Thema, mit dem du dich schon länger beschäftigst, ja? Wo das Universum sagt, es geht hier vielleicht eben auch darum, diese Verbindung, so wie sie bisher bestanden hat, abzuschließen und für manche geht es dann hier eben auch um einen Neuanfang, also dass man sich neu kennenlernt, dass man hier vielleicht auch bestimmte, ja, bestimmte Regeln aufstellt, ja, also dass hier bestimmte Dinge geklärt werden und für manche kann es hier eben auch darum gehen, ja, dass diese Verbindung hier einfach dem Ende zugeht, ja, also das ist hier wichtig. Ganz allgemein gesehen ist es prinzipiell wichtig, dass dieses Energieabsaugen, dass das hier aufhört, das ist hier entscheidend und da kannst du natürlich bestimmte Maßnahmen setzen. Schauen wir mal weiter. Da sehe ich, hier geht es jetzt um diese Verbindung, die sich hier gezeigt hat, die hier in den Fluss kommen soll. Da geht es offenbar auch um eine bestimmte Entwicklung. Das hat für manche eben auch mit den Finanzen zu tun. Also kann das durchaus auch eine Person sein, mit der du zusammenarbeitest. Das kann natürlich auch jemand aus dem privaten Umfeld sein. Und natürlich kann das auch eine finanzielle Angelegenheit im privaten Umfeld betreffen. Es kann aber auch die Beziehung an sich oder die Verbindung an sich betreffen, ja. Und wichtig ist zu erkennen, dass man hier noch einen gewissen Weg vor sich hat, ja. Also, dass man hier ja auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Dass hier tendenziell noch einige Zeit braucht, bis man das erreicht, ja, also dass man hier Schritt für Schritt weitergeht und was hier auch wichtig ist, ja, diese Verbindung, die benötigt eben einen Neustart, das haben wir hier in dieser Karte angezeigt.
Da geht es darum, bestimmte Themen loszulassen, ja, also sich neu kennenzulernen. Bei manchen sehe ich ja ganz eindeutig, sich auch neu zu verlieben. Ja, das, also da, bei manchen ist das ja definitiv eine bestehende Partnerschaft, eine Partnerschaft, die hier schon länger besteht. Das kann natürlich auch eine Freundschaft sein, wie gesagt, oder eben eine berufliche Verbindung. Und wichtig ist hier, ja, hier zeigt sich ein Anfang mit gewissen Erfahrungswerten, ja. Und das ist hier entscheidend. Und bestimmte Themen sollen hier geklärt werden und losgelassen werden. Man soll sich hier neu kennenlernen, mit ja, einen neuen Blick füreinander entwickeln. Das ist hier ganz entscheidend, damit hier eine Bewegung stattfindet, ja. Also, dass das hier wieder in den Fluss kommt. Also, das kann ich hier erkennen. Schauen wir weiter. Da sehe ich, da geht es jetzt um diese tendenziell sehr einengende Situation, ja, irgendeine Art Machtspiel, das sich hier zeigt, ja, oder eben ein Ungleichgewicht in einer bestimmten Verbindung. Und hier ist es wichtig, die ganze Sache mit einem möglichst neutralen Blick zu betrachten. Ja, denn hier fließen natürlich auch viele Emotionen hinein, das ist natürlich vollkommen klar. Nur die stehen dir hier aktuell im Weg, ja. Das heißt natürlich nicht, dass du hier Gefühle verdrängen sollst, um Himmels Willen, das natürlich nicht, sondern es ist wichtig, diese Situation ja sachlich zu betrachten und die Gefühle mal ein bisschen außen vor zu lassen, ja, also natürlich nicht zu verdrängen, dann die Gefühle sollen natürlich auch gefühlt werden, aber der sachliche Blick auf diese Angelegenheit wird dir dabei helfen, die Lösung zu erkennen, wie du hier diese beengende Situation für dich oder diese sehr starke einschränkende Situation für dich eben auflösen kannst. Ja, denn das kann ich mir schon vorstellen, dass hier vielleicht auch ein gewisser Glaubenssatz mitschwingt, eben ganz unbewusst oder unterbewusst, der sich hier zeigen könnte, wo du dann eben vielleicht erkennst, ah ja, eigentlich muss das ja gar nicht so sein. Und was ich hier auch sehe, ist, für einige geht es hier schon auch ganz klar um eine gewisse Aussprache, ja, dass man hier miteinander spricht, denn es ist natürlich möglich, dass die Person, um die es hier geht, vielleicht gar nicht mitbekommen hat, dass sich hier etwas ungünstig für dich entwickelt. Und gerade Personen, die dich aufrichtig mögen, ja, die haben natürlich kein Interesse daran, dir hier in irgendeiner Form zu schaden. Aber das kann sich natürlich über einen längeren Zeitraum entwickeln, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass das hier mit dieser Verbindung hier zusammenhängt, die hier wieder in den Fluss kommen soll, ja, dass das hier vielleicht eines dieser Themen ist, die hier losgelassen werden sollen, weil ich hier eben auch den Hinweis auf die, hier auch den Hinweis habe, dass es ums Thema Loslassen geht, ja, dass man hier etwas hinter sich lässt, damit hier Raum entsteht, dass diese Verbindung hier, ja, neu gestartet werden kann. Aber das kann hier natürlich auch, also das kann hier auch eine Verbindung für sich sein. Also es hat sich hier in diesem Legezyklus ich glaube, in fast allen Legungen hat sich hier irgendein kompliziertes zwischenmenschliches Thema gezeigt, das hier aufgelöst werden kann. Ja, mein lieber Schütze, also du bist ja definitiv nicht allein. Und ich bin hier aber auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das hier alsbald abgeklärt werden kann. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Da sehe ich, dass du Unterstützung in einer herausfordernden Situation bekommst. Ja, also ich bekomme jetzt hier nicht wirklich heraus, wie sich das zeigt. Ja, ich sehe hier, dass dir hier jemand eine Unterstützung zugesagt hat, ja, und dem vielleicht nicht nachkommt, dass hier vielleicht auch ein Versprechen gebrochen wird. Das muss aber auch nicht aus einer bösen Absicht heraus geschehen, mein lieber Schütze. Ja, das kann beispielsweise sein, dass man hier irgendetwas vereinbart hat oder dass es hier um einen bestimmten Termin geht und die Person ist erkrankt. Ja, also so etwas kann das natürlich auch sein. Ja, und also ich sehe hier irgendetwas Schwieriges oder Herausforderndes im zwischenmenschlichen Bereich, das aber sofort, wo sich sofort ein Schalter umlegen soll, ja, also vielleicht, und das hat hier eben auch mit diesem Neubeginn zu tun,
wo du hier Unterstützung erhältst, ja, also das hängt hier irgendwie zusammen, ja, also vielleicht eben Unterstützung von dieser Person, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat, wo diese Verbindung wieder in den Fluss kommen soll, ja, also das ist hier ganz wichtig, also hab hier keine Sorge, das kann hier offenbar wirklich sofort geklärt werden, ja, also jemand, der sich hier aus, ja, sozusagen aus der Affäre zieht oder aus der Verantwortung entzieht. Es ist dann wichtig, dass du eben, ja, dass du dem nicht wirklich viel Raum gibst, sondern dass du hier Augen und Ohren aufsperrst, denn es gibt hier noch mindestens eine weitere Person in deinem Umfeld, die dir hier behilflich sein wird. Ja, also das ist eine wichtige Information hier für einige. Ich glaube aber, dass diese Information hier nur auf eine bestimmte Gruppe zutrifft. Ich meine, du wirst es ohnehin sehen, ob sich diese Tendenz ja bei dir zeigen wird oder nicht. Ja, schauen wir mal weiter. Hier im Umfeld liegt ein Wiedersehen. Also du wirst hier das Universum sagt, es wird sich ja eine Person zeigen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast. Ja, also das wird ja auch sehr beruhigend gezeigt. Ja, also das ist offenbar ein schönes Wiedersehen. Vielleicht eben mit einer Person, wo man sich schon länger nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen hat, wo man sich irgendwo auseinandergelebt hat. Und dieser Weg wird hier eben frei, wenn hier dieses Energiefresser-Thema abgeschlossen ist. Ja, also das ist hier aneinander gekoppelt. Also auch für dieses Wiedersehen soll sozusagen Platz, Raum entstehen. Ja, also das ist auch etwas sehr, sehr Spannendes. Kann natürlich im Einzelfall sein, dass du hier vielleicht schon, dass hier vielleicht auch irgendein Wiedersehen geplant ist. Ich sehe das aber für die meisten, dass sich das hier als Konsequenz aus diesem Abschluss hier plötzlich entwickelt und plötzlich hier zeigt. Und auf deiner Ebene, mein lieber Schütze, haben wir hier auch sehr, sehr schöne Neuigkeiten. Hier sehe ich, dass ein Teufelskreis von dir durchbrochen werden soll, ja. Da habe ich das Gefühl, dass das hier mit dieser beengenden Situation zu tun hat, die sich hier in den Blockaden gezeigt hat. Du wirst hier oder du reagierst hier auf eine gewisse Art und Weise anders als bisher in einer bestimmten Situation, die sich schon mehrfach gezeigt hat. Ja, du erkennst hier, was du anders machen kannst, denn das ist nämlich immer sehr entscheidend bei den Teufelskreisen, dass man erkennt, dass man bestimmte Optionen hat und dass man eben an irgendeinem Punkt immer wieder gleich gehandelt hat. Und hier zeigt sich eine Veränderung, ja, also hier auch eine Art Neustart, eben mit anderen Voraussetzungen, auch mit einer gewissen Erleichterung, ja, die du eben hier auch anstrebst. Und hier sehe ich auch, ja, du wirst ja auch merken, dass du dich hier auf deinen richtigen Weg begibst. Ja, der liegt hier hinter diesem durchbrochenen Teufelskreis. Das ist aber etwas, das ich denke, das zeigt sich von selbst in deinem Tun. Du wirst hier merken, jetzt habe ich etwas verändert. Ja, also jetzt bin ich anders an die Sache herangegangen. Ja, das kann sich durchaus auch erst im Nachhinein zeigen. Hier habe ich auch das Gefühl, ja, dass sich hier eine gewisse Heilung unter Anführungsstrichen zeigt. Das hat jetzt natürlich nichts mit der körperlichen Gesundheit zu tun, sondern dass hier etwas ins Reine gebracht wird. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass sich hier diese Hilfestellung, ja, die für eine ganz bestimmte Gruppe eine entscheidende Rolle spielt, dass die hier auch mit diesem Anfang, ja, mit diesem durchbrochenen Teufelskreis hier in Verbindung zu bringen ist, ja. Also wenn sich hier irgendetwas Herausforderndes zeigt im Umfeld, mein lieber Schütze, es gibt hier Unterstützung und es ist wichtig, hier wachsam zu sein. Und ob du diese Unterstützung dann annimmst oder nicht, das ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen
nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.